Ja, hallo, herzlich willkommen zum CVJM Ostergottesdienst. Schön, dass du zuschaust. Wie ihr seht, lacht mal wieder die Sonne über Speck. Es wird mal auch wieder Zeit, dass jetzt die kalten Wintermonate vorbeigehen und wir jetzt mal mit schönem Wetter wieder in der Frühling starten. Wie es zurzeit ist, hätten wir natürlich den Gottesdienst auch lieber in Präsenz mit euch irgendwo draußen im Grün, im Pfarrgarten oder in der Kirche veranstaltet. Aber so sind wir jetzt einfach mal dankbar, dass wir die Möglichkeit haben und den digitalen Weg nutzen können und den Gottesdienst mit euch eben ja, über diesen Weg gestalten können. Vielleicht haben wir dadurch den einen oder anderen Zuschauer auch noch mehr gewonnen, wo jetzt daheim sitzt vor seinem Fernseher. Ich würde sagen, jetzt rede ich nicht länger um den heißen Brei rum. Wir fangen direkt an mit unserem ersten Lied. Singt fleißig von daheim aus mit euren Freunden und Familien. Und seid gespannt, welches Thema euch bei dem Ostergottesdienst erwartet. Viel Spaß dabei. Hallo? Hallo? Ja! Oh! Ist der Petrus heute nicht da? Nein, sieht man doch. Ich bin Petra. Petra? Der Petrus hat seinen Freiertag halt.
Sein Bitte, Freiner. Was willst du? Ja, ich bin jetzt hier im Himmel. Und also. Und du willst rein? Ja, aber ich komme irgendwie nicht ganz so rein. Ist ja. Alles so langsam. Ja, weil hier noch was fehlt. Hast du alles gemacht, um an den Himmel zu kommen? Ja, natürlich. Ich habe mein bestes Hemd angezogen. Ich habe meinen Huhn unter den Arm gepackt. Und jetzt bin ich hier. Also ich weiß nicht, was mir fehlen soll. Hallo? Hallo! 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 Ich bin doch hier im Himmel. Ist der Petrus heute nicht da? Der Petrus ist heute nicht da. Der Petrus hat nämlich heute seinen freien Tag. Oh! Ich bin die Petra. Ich bin heute da. Ah! Ist das nix? Doch, doch! Hauptsache ich komme in den Himmel. Aha! Und warum kommst du überhaupt in den Himmel? Ist was ist passiert? Na, ich bin vom Traktor mit meinem Huhn überfahren worden. Aber was brauche ich denn, um in den Himmel zu kommen? Ja, was hast du denn alles gemacht, um in den Himmel zu kommen? Das ist eine gute Frage. Also ich war auf jeden Fall beim CVJM aktiv und habe da immer geholfen bei den Festen. Kann ich das mal ein bisschen genauer haben, bitte, mit aktiv und geholfen? Zum Beispiel? In der Jungschar habe ich mal gesungen und Muffins mitgebracht und beim Tag der offenen Tür habe ich einen Kuchen von der Oma mitgebracht. Von der Oma? Ja. Und Waffelteig haben wir auch gemacht und Fleischkäswaffeln haben wir auch mal probiert. Und das war alles? Oder fällt dir sonst noch bisschen was ein? Hast vielleicht auch noch was Gutes vielleicht getan für jemand anderst? Gute Frage. Ich glaube, ich habe mal dem Pfarrer die Tür aufgehalten. Okay, Tür aufhalten und Pfarrer, das zählt doppelt. Na, dann habe ich ja Glück. Also gut, aber was Entscheidendes fehlt dir doch noch. Was könnte mir denn fehlen? Maske. Denk mal drüber nach. Die Maske? Ja. Brauche ich die im Himmel? Auf jeden Fall. Auch im Himmel passen wir aufeinander auf und geben aufeinander Acht. Also bitte, kannst du vielleicht nochmal kommen mit Maske, dann überlege ich mir es nochmal, ob du reinkommst. Und dein Huhn, dem kannst du auch eine aufsetzen. So. Jetzt habe ich die teuerste Maske gekauft. Dreilagig. Ich hoffe, jetzt komme ich in den Himmel. Also was ich sehe, ist, dass du dich sehr bemüht hast. Und dass du mir vorhin auch schon ganz viele Sachen aufgezählt hast, was du alles gemacht hast, um in den Himmel zu kommen. Aber ich habe noch eine ganz und eine viel, viel bessere Botschaft für dich. Jesus hat an Ostern die Tür für dich, für den Himmel, geöffnet. Und wenn du seine Freundschaft und wenn du das Angebot, das er dir macht, die Schuld zu vergeben, annimmst, dann kannst du auch ohne Maske in den Himmel kommen. Ehrlich? Oh, da bin ich jetzt aber erleichtert. Gut, und was gibt's zu essen? Natürlich Verheierte. Mein Lieblingsgericht.
Hallo und schön, dass ihr alle dabei seid. Ja, ich wäre jetzt hier eigentlich gern neben dem Kreuz gestanden, denn ja, Karfreitag, der Tag, an dem Jesus starb. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass damals, als die Menschen bei diesem großen Ereignis dabei waren, ja, einfach volle Enttäuschung und volle Trauer herrschte. Und vor allem unter den Leuten, die Jesus seine Anhänger waren. Es muss doch schrecklich gewesen sein, da dabei gewesen zu sein, wenn die Wächter um die Kleider würfeln und wenn sie Jesus Essig zum Trinken geben, sie ihn misshandelt haben und dann ja ans Kreuz genagelt haben. Ich glaube, ich wäre persönlich komplett voller Trauer und voller Enttäuschung gewesen. Und die Hoffnung, die die Menschen in Jesus sahen, war einfach verschwunden. Und auf einmal wurde es dunkel. Und ich wollte euch da ein Gedicht von Toni Jung vorlesen. Die Sonne verliert ihren Schein, Finsternis bricht herein am helllichten Tage. Im Dunkel verhallt die qualvolle Frage: Mein Gott, oh, warum hast du mich verlassen? Doch alles blieb stumm in den Straßen, hassten die Menschen. Denn die Erde zittert, ein Beben erschüttert die ganze Region, erstirbt der Gottessohn. Sein Ruf durchbricht die Nacht. Es ist vollbracht. Und in diesem Moment zerriss der Vorhang im Tempel und Jesus war tot. Und es scheint es so, als ob die Dunkelheit gesiegt hat. Der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte: Dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Menschen, die ein Schauspiel erleben wollten, in die Stadt zurück. Die Freunde Jesu und die Frauen, die mit ihm aus Galiläa gekommen waren, hatten aus einiger Entfernung alles mit angesehen. Josef, ein Mann aus Arimathea, einer Stadt in Judäa, ging zu Pilatus und bat ihn, den toten Jesus begraben zu dürfen. Er war Mitglied des Hohen Rates und ein guter Mensch, der nach Gottes Willen lebte und auf das Kommen der neuen Welt Gottes wartete. Er hatte nicht zugestimmt, als der Hohe Rat Jesus zum Tode verurteilt hatte. Er nahm Jesus vom Kreuz, wickelte den Toten in ein feines Leinentuch und legte ihn in ein neu angelegtes Grab, das in einen Felsen gehauen war. Das alles geschah am späten Freitagnachmittag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Mit Josef gingen auch die Frauen, die Jesus aus Galiläa gefolgt waren. Sie sahen zu, wie man den Toten in das Grab legte. Dann kehrten sie in die Stadt zurück, um dort wohlriechende Öle und Salben für die Einbalsamierung vorzubereiten. Am Sabbat ruhten sie aus, wie es das jüdische Gesetz verlangte. So, ihr habt das Ereignis gehört, wie es weiterging, als Jesus gestorben war. Und dann war erstmal Kar-Samstag. Es war Sabbat, das heißt, es war ein Ruhetag, so wie bei uns heute der Sonntag. Und deswegen ist über diesen Tag in der Bibel auch relativ wenig berichtet. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Tag ein Tag voller Trauer gewesen ist. Vor allem für die Jünger von Jesus. Oh my, 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 there's a thousand miles between you and I. Oh my, 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 there's a thousand miles between me and paradise. Ich weiß nicht, vielleicht kommen diese Zeilen einigen von euch bekannt vor. Es handelt sich hierbei um Zeilen des Liedes Paradise, des italienischen DJ-Trios Medusa mit dem Sänger Dermot Kennedy. Es ist ein Clubsong mittel im Corona-Jahr und morgens auf dem Weg zur Arbeit bin ich zu diesem Lied im Auto schon einige Male abgegangen. Aber wie so oft bei englischen Liedern ist es so, man achtet weniger auf den Text, sondern erstmal auf die Melodie. Oh my, 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 there's a thousand miles between you and I. Oh my, 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 there's a thousand miles between me and paradise. Und wenn man genau drüber nachdenkt, sind es passende Worte für die Situation, in der die Jünger gerade waren, nachdem Jesus gestorben war. Jesus war weg.
Er war weit entfernt und er war mehrere tausend Meilen weg. Und manchmal kommt es uns auch heute in unserem Leben so vor, dass Jesus mehrere tausend Meilen von uns entfernt ist. Wir werden heimgesucht von Krankheiten, von Schicksalsschlägen, aktuell gerade von irgendwelchen Existenzängsten und unsicherer Zukunft. Und in so schweren Zeiten wirkt Jesus manchmal einfach so unglaublich weit entfernt. Kennt ihr solche Situationen? Seid ihr auch traurig oder enttäuscht? Enttäuscht von Jesus, dass er euch nicht beisteht in dieser Situation? Und gerade in der aktuellen Corona-Zeit fühlen wir uns ja einfach allein, haben manchmal das Vertrauen verloren und die Gemeinschaft fehlt uns einfach. Und ich denke, ich kann es ganz offen sagen, die Gemeinschaft fehlt uns in unserem Glauben. Und ich denke, dadurch bleibt viel auf der Strecke und es ist schwierig, am Ball zu bleiben. Kar-Samstag, ein Trauertag. Ganz früh, am Sonntagmorgen, gingen die Frauen mit den wohlriechenden Ölen, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Als sie die Grabhöhle betraten, fanden sie den Leichnam Jesu, des Herrn, nicht. Ja, die Geschichte scheint noch nicht zu Ende zu sein. Es war zwar dunkel, als die Frauen morgens sich auf den Weg machten mit den Ölen zum Grab, aber was war dann dort? Der Leichnam war weg. Ich denke, wir können uns auch in diese Situation gut reinempfinden. Was müssen diese Frauen gefühlt haben? Ich glaube, das Erste, was einem in den Kopf kommt, wer hat den Leichnam von Jesus gestohlen? Aber der zweite Vers des vorhin genannten Liedes gibt uns auch hier wieder eine Antwort. When the dark has gone, the morning's won. We're gonna feel something different. Hat die Dunkelheit doch nicht gewonnen? Gibt es noch Hoffnung? Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Da traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragten die Männer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch in Galiläa gesagt hat. Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte Jesu. When the dark has gone, the morning's won, we're gonna feel something different. Ja, die Dunkelheit hat nicht gewonnen, denn Gott ist stärker als der Tod. Jesus ist auferstanden. Und ist nicht gerade der Schlüssel zu allem? Ja, Jesus war tot. Ja, er ist gestorben. Aber weil es Gottes Plan war. Er ist in dem Bewusstsein gestorben, dass Gott alles richten wird. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Und in dem Moment des Todes von Jesus hat er einfach die größte Rechnung bezahlt. Ja, größer kann eine Rechnung eigentlich gar nicht sein für uns Menschen, denn er hat die Sünde von uns genommen. Und deswegen, sinnbildlich gesehen, müssen wir nicht mehr vor dem Himmelstor stehen und uns abweisen lassen, sondern Jesus hat durch seinen Tod das Himmelstor ganz weit aufgestoßen. Und es ist einfach offen für jeden von uns, für dich. Und für mich, Jesus hat durch sein Opfer die Sünde auf sich genommen. Close your eyes, find paradise. Ich glaube, Jesus ist keine tausend Meilen von uns weg. Er ist genau hier in unserem Herzen. Er ist genau hier in unserer Gegenwart. Gottes Gegenwart ist hier. Und wie man es auch definieren mag, ich glaube nicht, dass das Paradies tausende Meilen von hier entfernt ist.
Schaut euch doch mal um. Ich glaube, das Paradies ist einfach in jedem kleinsten Detail, auch hier auf der Erde. Und ich glaube nicht, dass wir alles mit unserem menschlichen Verstand erfassen können. Aber ich glaube, das Ganze ist viel größer, als wir uns das vorstellen. Close your eyes, find paradise. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott uns liebt, egal in welchen Lebenssituationen. Und wie das Bild von den Spuren im Sand oder den Spuren im Schnee, Gott trägt uns, wenn es uns schlecht geht. Und Jesus hat den Weg ins Paradies geebnet durch seinen Tod. Und daran dürfen wir uns an Ostern jedes Jahr erinnern. Und unsere Aufgabe darf sein, dass wir Verkünder sind von dieser frohen Botschaft hier auf der Erde. Jesus siegt über den Tod. Jesus siegt über die Dunkelheit. Close your eyes, find paradise. Probiert es doch mal aus. Ostern, der Tag, der alles veränderte. So, wir wollen jetzt noch ein Gebet sprechen. Ja, Vater, hab du Dank, dass du Jesus damals auf die Erde geschickt hast. Und dass dein Plan war, alle Menschen zu dir aufzunehmen und einfach die größte Rechnung aller Rechnungen bezahlen zu lassen von deinem eigenen Sohn. Das zeugt von unglaublicher Größe und du empfängst uns mit offenen Armen. Wir werden vor dem Himmelstor nicht abgewiesen werden, da bin ich mir sicher. Und ich glaube auch, dass das Paradies nicht weit weg von uns ist. Ich glaube, du bist in aller unserer Herzen. Schenke doch allen jetzt eine gesegnete Osterzeit. Sei bei allen in schweren und auch in guten Zeiten. Und segne uns und behüte uns. Amen. An. Dir sagen wir voll Vertrauen unsere Bitten. Für alle, die sich nach Frieden und Freiheit sehnen, dass sie Kraft haben, sich im Kleinen für ein friedliches und gerechtes Miteinander einzusetzen und nicht den Mut verlieren. Für alle, die sich nach Liebe und Anerkennung sehnen, dass sie Aufmerksamkeit, Halt und Geborgenheit erfahren können. Für alle, die sich nach einem guten Schulabschluss oder einer Ausbildungsstelle sehnen, dass Menschen sie auf ihrem Weg begleiten und unterstützen. Für alle, die sich nach Heilung sehnen, dass sie nicht aufgeben und Unterstützung erfahren.
Gib denen Mut, die Angst haben, schenke Vertrauen den Unsicheren und Trost den Traurigen. Für alle, die rundum glücklich sind, dass sie ihr Glück dankbar genießen können und andere daran teilhaben lassen. Lenke die Gedanken und Taten aller, die in Politik, Wirtschaft und in den Medien besondere Verantwortung tragen. Sei du ihr Beistand, gib ihnen Weisheit und Mut, dass sie sich von deinem Willen leiten lassen. Gott, du hörst auch die Bitten, die wir in unserem Herzen still tragen. Sei du an unserer Seite, heute und alle Tage unseres Lebens. Und so beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ich hoffe, der Ostergottesdienst hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr könnt einige Sachen mit in euer Leben nehmen. Ich hoffe, wir können gemeinsam bald wieder vom CVM aus gemeinsame Aktionen mit euch durchführen. Zurzeit, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, haben wir ein Osterspecial am Laufen. Wenn ihr da Infos haben wollt, könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen unter www.cvm-spöck.de. Wäre echt cool, wenn wir da den einen oder anderen sehen würden. Das Special ist für Jung und Alt. Alle können gerne mit teilnehmen. Und in diesem Sinne bleibt mir nur noch übrig, Danke zu sagen, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Ostergottesdienst. Und ich wünsche euch allen frohe Ostern. Euch, euren Familien, Freunden, Bekannten. Genießt die Feiertage und genießt das leckere Essen. In diesem Sinne. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut!